Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zu einer weiteren Episode Total War Pharao. Ich habe schon wieder vergessen, die wievielte. Ich glaube 34 mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht. Die Seevölker in Gestalt von Pumpna, fantastischer Name, echt, Pumpna, stehen wieder in unserem oder nahe unserem Territorium oder sogar schon dahinter. Ich würde mal sagen, wir riskieren es mit Ramses und postieren uns einmal in Juno, einfach weil das weniger Garnison hat als Mendneffa. Schon wieder so eine Gold-Armee-Aktion. Ja, aufgefüllt sind wir hier eh mit der Armee. Ich hasse es, Wegfindung. Ja gut, dann bleibt halt in den Neffer. Meine Güte. Dann halt nicht. Mit Neffer sparen wir uns, Raket sparen wir uns. Wenn wir hier auf jeden Fall die Fischerei brauchen, zwei Runden, dann können wir sie bauen. Jo, deswegen schauen wir einfach mal, was die Seevölker so treiben. Mein Name wird Legende sein. Genau, bei denen haben wir gesagt, sie sollen noch eine Runde hier Megiddo belagern. Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, ist er jetzt in Richtung Pet P abgehauen. Findet meine volle Zustimmung. Er reißt die Siedlung ruhig nieder. Ja, gib Gas. Ein Spaziergang über die Meheb, über den Nihil. Ja, ist echt der Wahnsinn, wie der Nil die Bewegungsreichweite pusht. Aber gut, es ist der Nil. In einem Ägyptenspiel, was soll man da sagen? Puh. Fährt der echt an uns vorbei. So eine Spaßbremse. Oh, die Waschascha, es hat sich ausgewaschen. Ja. Es hat sich ausgewaschen. Keine Zeit für Geschwätz. Gut, also wenn die kein Interesse daran haben. Erzürnt mich nicht. Sich mit uns anzulegen. Ramses der Kühne. Erkennen die ja mal Richtung. Gesegnet von den Göttern. Sei schicken. In den Hafen. Das sind zwar jetzt nur Verteidigungsaktionen, die wir mit Ramses hier im Nildelta gerade ausführen. Aber wir haben ja mittlerweile zwei andere Offensivarmeen. Nämlich hier Menippe und unser treuer Pin Huni. Hast du einen Huni oder bist du ein Huni? Jo, da stehen wir vor Megiddo. Okay, dauert noch vier Runden, bis die Verschleiß kassieren. Verteidiger Ägyptens sein. Mach
auch einmal das Mauern untergraben. Ist jetzt das so ein spontaner Gedanke, aber das haben wir in dem Run noch nicht gesehen, wie das ausschaut. Interessiert mich jetzt irgendwie. Ist jetzt irgendwie ein spontanes Interesse. Ich habe auf die Art mit Rome Total War früher öfters gespielt, weil da gab es das ja auch schon, dass man die Mauern untertunneln kann. Jo. Und damals habe ich es auch immer ganz gerne eingesetzt. Das hat sich nur irgendwann verlaufen und wurde abgelöst von. Ja, muss jetzt nicht sein. Das hat sich nur irgendwann verlaufen und wurde abgelöst davon, dass ich eigentlich nur noch mit den Belagerungstürmen gespielt habe, hauptsächlich. Und so Schlachten mit Belagerungstürmen und. Gut, dort noch. So Schlachten mit Belagerungstürmen und. Ramböcken hatten wir schon im Laufe dieser Kampagne. So fette Massenschlachten, irgendwie so dichtes Gewusel irgendwie am Tor. Aber so richtig mit einem Mauerdurchbruch, das hatten wir noch nicht. Ganz ehrlich. Wir könnten. Naja, Produktion pushen klingt gut. Auf jeden Fall. Okay, und wenn ich mir das Elend so ansehe, dann sollten wir uns auf jeden Fall wieder einen Nahrungsdeal holen. Tausend! Nahrung. Man wird sich ja nicht im Namen der Pflicht. Bevorzugte Ressource. Man wird sich ja nicht für den. Ich kämpfe für Ägypten. Ja gut, mit der Bronze schaut es ebenfalls ein wenig öde aus. Bei für uns zurzeit. Aber hier. Dann lasst uns reden. Chemenu. Ja. Du bekommst, sagen wir mal, 150 Holz. Oh, da geht was. Ja, da geht noch mehr. 1200, okay, das ist zu viel. 1200, 1120, 1130, 1125, 1128, 1127, 1127. Jo. Das könnte funktionieren. Aber sowas von. Es könnte und es wird funktionieren. Gut, dann hätten wir unser Minus ein bisschen reduziert. Genau, dann hätten wir unser Minus ein bisschen reduziert. Punkt. Ja, das Ding mit den unsere Arbeit hat begonnen. Hofaktionen okay, Seti wollte den Pharao oder die Pharaonin erpressen, interessant. Mit diesem
mit dieser Mechanik, mit den Hofaktionen bin ich noch nicht ganz warm geworden, was das wirklich für einen spürbaren Nutzen hat. Also klar, wenn man Pharao werden will, dann natürlich. Pharao werden bringt ja auch Siegpunkte, ne? Ich glaube sogar 10 Stück, wenn es wahr ist. Also von der Gewichtung der Siegpunkte her wirst du eigentlich hier viel mehr für irgendwelche Errungenschaften belohnt als jetzt für Eroberungen. Genau, als für, viel mehr als für Eroberungen oder für Bautätigkeiten. Weil diese Wahrzeichen ja ebenfalls alle nur einen Punkt bringen. Außer dieses riesengroße, fette Tempelteil. Oder war das ein Tempel? Ich glaube, es war ein Tempel. Irgend so ein, ja, Weltwunder, um in der Sprache von Age of Empires zu bleiben. Oho! Holla de Wood Fairy! Da ist ja einer. So, was war das nochmal für ein Gebäude? Das interessiert hätte mich jetzt. Ein Monument. Blödsinn. Natürlich. Ein Monument. Meine Talismane schützen mich vor dem Bösen. Ich schmiede mein Schicksal. Ja, das tust du. Ägäische Rüstungsspeerträger. Die Zukunft Ägyptens. Seht zu, Götter! Oh, recht eindeutig. Jo, dann würde ich sagen, weil da eh noch ein weiterer unterwegs ist und wir die Belagerung in Megiddo ja auch noch haben, würde ich fast sagen, machen wir das automatisch. Und voll am Haxen erwischt. Ja, Einheiten auffüllen. Wir haben jede Menge Arbeit für Sie. Zu großem bestimmt. Das haben wir in der Tat. Ja. Das Land wird Zeuge meines Aufstiegs sein. Bitte mehr Fischi, Fischi, Fischi. Ja, ist die Frage, ob wir in Hathor noch so viel rekrutieren oder ob wir das Gebäude uns schenken könnten. Oh. Ein königlicher Juwelier bringt Einfluss für angrenzende Provinzen und pusht das Gold nochmals. Hallo, hallo, hallo. Das mit Gold pushen finde ich eigentlich sehr ansprechend. Mir fällt da gerade auf, wir haben da überhaupt keine Garnison in der Stadt. Die stärksten Waffen werden siegen. Komm, dann schmeißen wir das Gebäude wirklich raus. Hier die Kriegskassen Tito. Genau, hier dauert das noch 3 Runden. Lasst sie bluten. Und
4 noch die eine, bis der Durchbruch erreicht ist. Hundert sie aus! Jo. Jodi, 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 jodi. Konflikte sind immer unausweichlich. Gut, noch 3 Runden. Was kann das Teil noch einmal? Rekrutierungsplätze plus 1 fraktionsweit. Ja, ist gut. Legitimation, EP pro Runde, Einfluss, Siegpunkte. Rang bei Rekrutierung plus 7. Ui. Okay, nur in dieser Provinz ist klar. Aber ui. So weit, so cool. Soweit, so cool. Alles klar, dann huschen wir gleich hurtigst in die nächste Runde. Denn in der nächsten Runde erwartet uns ein Mauerdurchbruch. Und natürlich auch eine weitere Goldstadt. Die Stadt aus Gold. Geil. Na, auf keinen Fall. Wir haben genug Holz dafür. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So, jetzt bin ich gespannt auf die Stärkeabschätzung. Ob diese eine Fullstack viel hat sie nicht getan. Ui. U-Fraktion eintauschen. Ja, komm. Ist auch eine Möglichkeit, um an Gold zu kommen, ne? Ich erlebe meine Abenteuer allein. Zwar ist jetzt natürlich leicht unschön, Freunde. Ägyptens Ruhm. Ägyptens Ruhm. In die glorreiche Schlacht. Jo, im Grunde selbiges wie in der letzten Runde. Der Ruhm ist mein. Ja. Ein großes Reich entsteht aus vielen Händen. Es wird halt jetzt ein bisschen gierig. Ich diene keinem Meister, nur dem Meer. Wenn dann die 2 vor der Tür stehen. Für eine ruhmreiche Zukunft. Komm, los, das Holzlager. Ägyptens Bester. Ist halt die Frage, ob wir 2 Fullstacks kriegen würden. Ich würde eher sogar mal vermuten, nein. Also zumindest nicht mit der angeschlagenen Truppe. Komm, wir ziehen uns einmal nach Juno zurück. Auserwählter des Re. Land voraus. Die Siedlung zu verlieren ist natürlich ein klein wenig schade. Der Hof weiß nicht, was er an mir hat. Aber ich muss sagen, ich verliere jetzt lieber Sai ein weiteres Mal, als dass wir hier Ramses als Ganzes verlieren. Oder riskieren, Ramses als Ganzes zu verlieren, seine Armee. Genau, da kümmern wir uns lieber um unsere Ausdehnung im Norden. In die Schlacht! Denn
Der Durchbruch ist erledigt. Und ja, wir können einmal Luki Luki machen, was das so kann. Was das so ist und wie das so tut. Und überhaupt mehr Gold und ganz ungefähr und mehr Gold und Leiband. Ich und mein Gold, ich und mein Gohohold. Goldi, Goldi, Gold. Ah, wir können die Stadt sogar komplett umstehen. Von der Map her jetzt. Umzingelt sie. Als ehrwürdiger Stellvertreter der Götter auf Erden herrscht der Pharao, der König Ägyptens, über alle Belange der Sterblichen. Okay. Stattdessen heute die goldenen Speerträger. Als Befehlshaber der Armeen von Hatti und Vertreter des Sturmgottes auf Erden benötigt der König von Hattusha spricht sich das aus, die besten handverlesenen Soldaten, um ihn bei religiösen Ritualen oder in der Schlacht zu begleiten. Die königliche Garde ist auch deshalb so motiviert, weil sie viel zu verlieren hat. Für sie wäre der Sturz ihres Herrschers gleichbedeutend mit dem Sturz der Sonne auf die Erde. Der Schutz des Königs ist so wichtig, dass zwei Gruppen damit beauftragt sind, überall dort Wache zu halten, wo der König sich aufhält. Die Meschedi, die von einem Bruder des Königs angeführt werden, halten zu jeder Tageszeit Wache, während die goldenen Speerträger wiederum ein wachsames Auge auf die Meschedi haben. Ju. Der Kerl ist sogar noch Level 1. Man, ja gut, wir spielen natürlich diesen Run auf normal. Und beim letzten Mal hat man es ja hübsch gesehen, dass die meisten dieser kanaanitischen Fraktionen keine Bündnisse untereinander haben. Ich nehme mal an, dass sie das auf schwer oder ab Schwierigkeitsgrad schwer, ein klein bisschen ändern wird. So quasi, dann stichst du in ein Wespennest rein und bist plötzlich mit allen Kanaanäern im Krieg und nicht nur mit den einen. Aber so können wir halt spielen, Teile und Herrscher, ne? Ah ja. Da ist er. Direkt neben einem Aufgang. Gut, passt. Die Verstärkungen können wir ja nicht verschieben. Hat man aber bei Warhammer war das möglich, oder ist es möglich, dass man das Symbol hier einfach am Rand verschieben kann. Jo. Gut, du. Lass das gleich mal fallen. Warum stellen Sie sich uns nicht wie echte Männer? Mhm. Eine Einheit kann ja trotzdem mit dem Belagerungsturm hier rankommen. Bogenschützen! Stets bereit! Ja. Gut, ihr könnt's auch noch mit in die Frontgruppe. Schwertkämpfer! Dann haben wir noch unsere Steinschleuderers. Und zwar mal gepanzerte kanaanäische Streitwagen.
zu viele Kontrollgruppen. Aber gut, wir werden auch das hinbekommen. Zeigt es ihnen! Ein Rambok ist eine ungeheuerliche Kriegsmaschine aus Holz und Bronze. Mhm. Danke für die Erleuchtung. Das war jetzt eigentlich ein Blödsinn. Wir hätten den Rambok hier, hier rüber transportieren sollen, bevor wir ihn abwerfen. Dann hätten wir von hier aus mit dieser Armee die Tore öffnen können. Also auframmeln können. Schade. Verpasste Chance. Verpasste Chance von mir. So, ich habe mir es leicht anders überlegt. Wenn ich sehe, dass der die Crème de la Crème auf der Mauer stationiert hat. Respektive machen wir das doch mit dem Rambok. Verteilt euch! Wir treiben sie aus ihren Löchern! Kämpft für euren Pharao! Heere! Dann rammeln wir hier doch das Tor auf. Aus dem Grund, wenn wir da jetzt alle mit der Infanterie da reinstürmen, dann gibt es erstens einmal ziemliches Geballer. Und zwar Fokusfeuer, wenn wir da dann alle in Masse durch wollen. Und so, wenn wir da jetzt auframmeln, das Tor auch noch, dann haben wir einen zweiten Einfallsweg. Wenn das jetzt leider fies lang dauert. Ach ja, das war blödsinnig von mir. Leicht blödsinnig von mir. Aber gut, wir haben ja nicht so einen Stress. Nur, dass mein Laptop schon wieder nicht mitkommt. Aber gut. Aufs Häusli oder aufs Torli. So, und wir warten jetzt mit dem mit den Stürmen einfach, bis die mal das Feuer auf sich gezogen haben. Die werden nämlich ziemlich sicher ganz ordentlich drauf donnern, die Bogenschützen. Egal, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ja. Komm, das haben wir auf normaler Geschwindigkeit genauso schnell, oder? Ja. Ach ja. In Position. In Position. Auf die Mauern. Jetzt mir leicht mit doppelt besser. Ja, ich glaube, mit doppelt geht es ein bisschen besser. Als dreifach.
Ja, für dieses Manöver mit den Belagerungstürmen oder den Leitern, da hätten wir eine zweite Leiter gebraucht. Dass wir einmal hier hätten machen können und einmal hier. War mal wieder nicht ganz durchdacht. Oder nur halb durchdacht. Aber hey, es ist immer noch mein erster Run in diesem Spiel. Was weiß man? Da steht sein Gen gleich. Was weiß man beim Run mit den Seevölkern, ob nächste Woche vielleicht bleiben mir dann schon ein paar Kniffe hängen. Ne? Ich habe mir für Pharao ja auch wie schon. Oh, da kommt eben. Mand? Achso, nur auf die Mauern. Es hat kurz so ausgesehen, als würde der bei den Toren rauskommen. Ja, und wie gesagt, ich habe mich auch bei Pharao nicht irgendwie vorab mit irgendwelchen Preview-Videos vor Release informiert. Ich habe mir da genau gar nichts dazu angesehen. Auch bis jetzt noch nicht. Weil ich eigentlich mal selbst schauen wollte, wie ich so zurechtkomme mit diesem neuen Total War-Teil. Von daher, jo, ist halt alles. Sind halt alles Skills, die man sich dann im Let's Play selbst erwirbt. Gut, dann würde ich mal sagen, stürmen wir mal vor mit der Infanterie. Genug gewartet. Stimmung! Feuergeschosse. Feuerio, Feuerio, kann man da nur sagen. Einfach mal so ein bisschen auf. Marschiert weiter! Okay. Ah, okay. Passt. Noch 96% Zustand. Ich dachte jetzt kurz, dass das mit den 96% hier schon die Schadensanzeige ist. Ich kenne keine Furcht. Die Stürmer kommen dazu. Und dann sind wir auch schon im Gassenkampf. Bitte die Speerträger. Schon. Wir haben ja schon Chen gestellt. Alles klar. Dann bitte Chen wegmachen. So, stoppen wir mal ganz kurz.
sind echt zu viele Kontrollgruppen, aber. Aber hey, was soll man sagen? Ihr kommt durch. Steht bereit! Bogenschützen! Bogenschützen! Ja, okay, das sind die Streitwagenschweine. Tötet sie alle! Nahkampf. Gemeinsam für Ägypten. Speere! Wir treffen uns ihre Böden. Oh, perfekt, das sind im Nahkampf, ohne dass das Tor jetzt offen ist. Schnappt euch den Rambock. Stärke ist Macht! Infanterie unterwegs! Gebt niemals auf! Schleuder, los! Schleuderer, los! So, dieser Chen sollte eigentlich nicht unbedingt Chancen haben, weil wir da mit leichter Übermacht präsent sind, ganz leicht. Schwertkämpfer. Diese Elite-Krieger schlagen sie gegen die Übermacht fantastisch bislang. Und da wird angeklopft. Die Chains kommen nochmal dazu. Ja, und eigentlich die Streitwagen auch. Kommt, macht mal Platz für die Streitwagen. Die sollen da mal ein bisschen den Charge machen. Den vollsten Charge, liebe Leute. Metzo, geh Metzo. Ruhmreiche Schlacht. Ehre. Bitte auf jeden Fall da hinten zur Hilfe. Heule. Wir marschieren. Streitwagen, vorwärts. Nee, jetzt wird da doch ein Gedränge draus. Ach, ist okay. Ins Gemetzel. Ist okay. Ist in Ordnung, dann halt eben kein epischer Kavallerie-Charge. Wobei, schauen wir mal, was die Seevölker können ab nächster Woche, ab diesem Update. Ich freue mich drauf. Ab dann wird der Run mit den Seevölkern auch wieder auf meinem Stand-PC stattfinden, in etwas besserer Grafik. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, noch hier am Laptop diesen Run hier zu Ende zu spielen. Einfach, dass ich nicht herumexperimentieren muss mit den Save Games, mit dem Transferieren. Und weil es mir selbst zum Aufnehmen noch ganz gut so in den Plan passt, so wie es jetzt gerade ist. Weil ich hab das passende Setup zum Aufnehmen mit
dem Stand PC noch nicht ganz herausgefunden. Mittlerweile habe ich zwar starke Vermutung, wie es am besten geht. Aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das auszutesten. Erledigt sie! Schwertkämpfer! Das ist aktuell auch so ein bisschen der Grund, wieso. Oder der Grund. Ein bisschen der Hintergrund hinter dem Run mit. Hinter dem Run mit der Ägypter-Kampagne in Rise of Rome, Age of Empires. Da läuft ja ebenfalls gerade mein LP dieser guten alten Ägypter-Kampagne. Und das ist ebenfalls so ein bisschen ein Projekt, das ich deswegen begonnen habe, oder auch deswegen begonnen habe, weil ich anhand dessen mir ganz gut auf das Aufnehmen am Stand-PC einstellen kann. Söhne Ägyptens! Marschiert weiter! Vorwärts! Infanterie unterwegs! Ja, die backen sich fest. Ihr werdet untergehen! Die backen sich fest. Jetzt können sie uns nicht mehr abhalten! Komm, ins Getümmel. In Bewegung setzen! Kein Erbarmen! Für ewigen Ruhm! Die Frage, ob das so viel bringt. Wie? Eigentlich ist die Folge schon wieder recht weit, sehe ich gerade. Mach mal lieber doppelt. Es ist halt echt krass, wenn die KI das spielt, wie lange so ein Generalsleibwache durchhält, ne? Echt heftig. Die Miliz hat gut gelitten. Ach Gott, ja. Es ist halt wieder nur so ein unübersichtliches Gedränge. Wo man beim gewissen Punkt einfach nur noch zusehen kann. Ne? Aber die Metschau Elitekrieger sind ihr Gold auf jeden Fall wert, ne? Ganz ehrlich. Die sind ihr Gold auf jeden Fall wert. Haben wir es hier dann? Ja, eigentlich sollten wir es hier haben. Die Stürmer bitte. Blut! Soldaten, bewegt euch! Fürchtet meine Macht! Ich strebe nach wahrer Größe! Kull! Wir marschieren! Seht ihr die Infanterie unterwegs! Vorwärts! Geht das nicht? Flankieren wäre nett. Herzlichen Dank. Marschiert
Ja, komm, wir kriegen es hin. Ihr kommt da raus. Soldaten, bewegt euch! Passt auf ihre Schleuder auf! Ja. Marschiert weiter! Immer mehr. Wir marschieren! Mit denen würde ich gerne... von hinten beim General anklopfen. So ganz hinterhältig Keule in den Rücken. Ne? Soldaten, bewegt euch! Zerquetscht sie! Söhne Ägyptens! Erledigt sie! So, jetzt könnte man die Streitwagen noch mal reinziehen. Kennt ihr nicht durch den Mauerbruch? Oder auch nicht? Okay. Keulen! In den Kampf! Die Schleuderer haben es auf uns abgesehen! Vorwärts Marsch! Let's march! Wir marschieren! Ah ja, gut. Schwerkämpfer! Infanterie in Bewegung! Ihr werdet versagen! Schwere! Tötet sie alle! Auf die Blinkler! Vorwärts! Zerquetscht sie! Wenn es nur die halbe Einheit ist. Auch wenn es nur die halbe Einheit ist, das sollte reichen. Wir bleiben standhaft! Keine Rose! Reitet, Männer! Wir müssen standhaft sein! Lasst sie büßen! Ja, jetzt endlich einmal mit Streitwegen hier wunderbar Infanterie verfolgen. So wie es sein muss. Ihr werdet sterben! Und zwar hier I und ihr die. Brecht ihren Willen! Oder natürlich, wir verpacken uns ineinander. Seht euren Tod ins Auge! Bist du das? Ja, jetzt sollten sie gleich brechen. Ja. Stürzt euch auf sie! Huiuiui. Huiuiui. Gedränge, riesengroßes Gedränge. Aber gut, ich nehme mal daraus mit, dass diese Elitekrieger auf jeden Fall ihr Gold wert sind. Diese eine Einheit war über weite Strecken des Gefechts, der Schlacht jetzt alleine und steht trotzdem immer noch. Zwar zurechtgestutzt auf ein Drittel der Einheiten, aber die wollten nicht irgendwie abhauen oder sowas. Also, so weit, so gut. Und wie gesagt, natürlich Total War typisch, die Generalsleibwache steht lange. Echt lange. Naja, und auch die meisten Kills natürlich. Natürlich. Gut, dann kontrollieren wir jetzt eine weitere Siedlung, eine weitere Provinzhauptstadt. Mit dieser Siedlung kontrollieren wir jetzt eine weitere Provinzhauptstadt und vielleicht ein Wahrzeichen, Fragezeichen. Ja.
ins Gesicht. Der Ruhm ist unser. Jupp. Der Ruhm ist unser. Diese Zeit. Das ägyptische Reich wächst. Glorreiche Macht. Mehr Gehold. Bitte sehr, gleich ausbauen. Ja, wir haben ein Wahrzeichen. Den Schriftgelehrtenkomplex. Ui, minus 5% Baukosten für alle Gebäude. Hallo. Ich bin entzückt. Aber sowas von. Gut, wie es mit der Entzückung weitergeht, das sehen wir das nächste Mal. Wir machen einen Speicher. Und ja, dann war das wieder eine recht liebe Geschichte, wie es weitergeht mit Ramses gegen die Seevölker und Pinhuni gegen die Kanaaniter. Werden wir beim nächsten Mal sehen. Und ja, dann bleibt zum Abschluss eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage, grüß euch und tüdelü.